In der letzten Episode. Okay. Komm mal rein in die Höhle. Schön, der Ton ist schon abgespielt, da hat er noch gar nicht begonnen, richtig. Ja, boy. Ja. Es ist auf jeden Fall extrem stürmisch. Hast du jetzt echt eine MAI gegessen oder diese Cracker? Das weiß man bei ihm nicht so genau. So, dreimal getroffen. Ja, das ist der Vorteil, wenn man vorher Generation Zero gespielt hat. Da hat man das Schießen schon ein bisschen trainiert. Du kennst es inzwischen mit dem Abwärts hier. Genau. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Winterumarmungsmodus in der Folge 24. Dies ist, ich glaube, die Schluchthöhle, so nennt sich das Ding. Ja, wir haben jetzt mal 3 Stunden hier gepennt. Der Wind war einfach viel zu krass. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ein Blizzard kommt, kam aber nicht. Kann aber noch kommen. Hier haben wir wieder 2 Frachtbehälter und vermutlich auch Wölfe oder ein Wolf. Reduziert in der Zahl. Und so langsam können wir eigentlich nicht mehr wirklich was mitnehmen. Ich müsste eigentlich auch irgendwas rausschmeißen, ja. Ne, es scheint kein Wolf hier zu sein, okay. Motor Nummer 23 oder so. Jetzt ist die Temperatur wieder ultra stabil, ja, guck mal. Mhm. Sprühdosen gibt es auch im Wolfsberg. Ich glaube alles nicht. Wenn wir nicht gerade einen Krovichan-Pullover finden, lassen wir das alles da. Nee, ich glaube, das haben wir auch. Irgendwas habe ich jetzt genommen. Ich glaube, Streichhölzer. Ja, dann fliegt die Elf hier raus. Wir haben 7 Handbeschleuniger. Und ich hätte die Säge rauswerfen sollen vorher, weil er hat jetzt wahrscheinlich beide auf einem sehr ähnlichen Zustand. Dadurch, dass der Charakter immer das bessere Werkzeug nimmt, matscht er halt die Werkzeuge, wenn du mehrere hast, immer gleichmäßig runter. Dann hast du immer, bist du immer in der Bredouille, immer 2 mitzuschleppen. 3 irgendwann, 4 irgendwann. Weil er nie 1 erstmal fertig benutzt. Ja. Also von daher, dann lassen wir das Bessere, legen wir erstmal ab und dann machen wir mit dem Schlechteren weiter. Kaffee, ja, wir nehmen mal einen Kaffee mit. Einen einzigen, Junge. Nur einen einzigen mitgenommen. Nee, lass mal. Ach, das ist halt viel zu viel. Gottes Willen. Wahnsinnig. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht wahrhaftig nicht gut aus. Ich werde jetzt auch essenstechnisch radikaler machen. Wir nehmen ein paar MAIs mit. War's war fertig. Kaffees und vielleicht noch einen Tee, aber das war's dann auch. Das ganze Mitgeschleppe von den Dosen, das bringt überhaupt nichts. Wir sind nicht mehr so lange unterwegs. Ah ja, guck mal. Von wo auch der Holzfäller immer herkommt. Das weiß man nicht. Ja. Ah ja, doch so viel. Naja, wie weit kommen wir denn heute noch? Hm? Wahrscheinlich nicht so weit. Ich würde eigentlich gerne noch den nächsten Seilaufstieg mitnehmen. Spätestens dann müssen wir sowieso ablegen. Hm. Messer, Fackel, jede Menge Holz. Wo ist denn unsere inzwischen eigentlich? 84 Euro. Ist immer besser als das, was wir finden. Ist echt lustig. Ach komm, wir lassen das jetzt einfach mit dem Lernen. Auch das bleibt hier.
pushen Richtung Gipfel. Ja, wie schon gesagt, ich finde solches Wetter eigentlich schon ziemlich cool. Ich finde nur diesen Gegenwind immer so extrem, also zu extrem, wie er halt den Charakter halt immer zurückdrückt. Wenn man sich überlegt, wie der halt auf den Rest der Umgebung halt wirkt. Also Federn werden nicht weggeweht. Fliegen keine Stöcke durch die Gegend, keine Schneewehen oder so irgendwas müsste ja eigentlich auch herumwehen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der gesamte Schnee alles schon extrem verharscht ist. Ja, Junge. Wir machen den Aufstieg noch, definitiv. Den einen machen wir noch. Und dann schlafen wir in dieser, wie heißt diese Höhle? Diese Hirschhöhle, Hirschlichtungshöhle oder so ähnlich. Schön, da oben sind die Wölfe. Da gibt es wieder was zu tun, wenn wir uns wieder erleichtern. Ja, guck mal, wie viel Munition wir haben, Leute. 133, wir waren nur unter 70 oder so. Und mit dem Gewehr sind es 145, ja, da schießt man ja noch weniger. Ah, der Hirsch ist da oftmals eine sehr willkommene Geschichte, dass man hier sich noch mal ein bisschen futtertechnisch aufmöbelt. Weil der liegt ja da, den musst du nicht mitschleppen, den musst du eigentlich nur mal abkochen. Das heißt, du brauchst ein kleines Feuerchen, vorzugt bei Sonnenschein. Also mal speisen und steigen. Wir werden jetzt aber einen Kaffee trinken, Junge. Und ja, wir werden einen Haufen Geraffel rauslegen. Müssen auch. Wir kommen sonst nicht hoch. Und das trotz Sattbonus und Elchhautbeutel. Ja, das gab es am Anfang nicht. Okay, dann möbel die Waffen nochmal auf. Dann ist das hier final. Genau. Dann fliegt das Ding raus. Ja, komm, Messer und Beil, das reicht. Das lassen wir auch da. Nähzeug nehmen wir mit. Öl reicht. Braucht man nicht. Okay. Gewicht. So, du trinkst jetzt erstmal einen Kaffee. Okay. So. Ach komm. Der fliegt einfach raus. Der Mais nehmen wir mit. Das bleibt komplett da. Okay, wir lassen 5 Stoff da. Und den Rest machen wir über die Stöcke. Wir müssen 7 ablegen. Genau. Ja, zu früh darf man leider den Revolver nicht ziehen. Okay, komm, wir brauchen eine Tanne. Was ist denn los? Ah, Rehlichtung, nicht Hirschlichtung, okay. Ja, dafür, dass wir keine Rehe sind, ist das eine erstaunliche Rehlichtung. Ja, da an dem Felsen, da gibt es Container. So. Noch ein Schlafsack, echt? Ernsthaft.
Ah, ne, ist ein Verband. Ich dachte, das ist noch ein Feuerstahl. Wie gut ist das? Das könnte man essen. Ja, ich sag ja mal, knapp unter unserem. Kohle, okay. Dann darfst du den Schlafsack schon mal ausbreiten. Und wir machen jetzt einfach, weißt du, was wir jetzt machen, Junge? Gar nichts. So, Kleidung. Guter Zustand. Geht so. Ja, wir haben wortwörtlich nichts zu tun, echt. Dann lass das mal da. Okay, dann lass mal die Gewehrmunition da. wir gehen dann nämlich nochmal zu den Containern. Dann machen wir das jetzt noch. Solange das Wetter noch so gnädig ist, auf jeden Fall. Und gnädig natürlich bitte in Anführungsstriche. Ich weiß nicht, warum hier so viele Steine sind. Anscheinend soll man die Hirsche mit Steinen bewerfen. Oh, hier gibt es aber viele Schösslinge, alter Schwede. Birken und Ahörner. Das ist ja krass. Ah, da hat ein Wolf gerade ein Kaninchen gerissen. Tag geht gut zur Neige. Okay, was haben wir hier? Das soll kommen hin. Nee, tatsächlich nicht. Brauchen wir alles tatsächlich nicht. Leder. Ein Kaninchenpelz. Ja, gib mir mal. Ja, so viel Leder brauchen wir jetzt auch wieder nicht, um Gottes Willen. Leute, hier sind 6 Leder drin und ich habe jetzt 6 genommen. Mhm. Naja, macht gerade weiter. Und als nächstes denkt er wahrscheinlich, wir sind dran. Mhm. So, hier oben ist, glaube ich, ja auch noch einer, genau. Oh ne, dann esse ich das Kaninchen doch nicht. Jeans, naja. Das waren anscheinend gebrauchte Klamotten. Und hier noch mehr davon. Okay, alles klar. Wenn man noch mehr Leder braucht. Oh, ich bin der Tollpatsch, ey. Ich bin voll der Tollpatsch. Gott, je früher mal die los sind, umso besser. Zum Glück kann man Verband in der Höhle legen. Da haben wir ja nichts verloren. Da hinten ist er. Der Wolf. 4 Hirsche, meine Fresse. Yes, komm, wir locken ihn in die Höhle. Na, er will da nicht rein. Warum auch immer. Gut. So, das Zeug kannst du direkt alles aufnehmen. Ich will das nicht heute Nacht aufnehmen müssen, wenn es dann windet oder so. Stürmt. Okay, Kleidung. Ja, 80%. Jetzt darfst du mal ran hier. Gut, dann werden die neu. Dann darfst du hier nochmal Hand anlegen. Gut. Den Rest lassen wir jetzt erstmal. So, was sagt der Flinkskill? Naja. Der braucht noch. Okay, 3 Stunden, Junge. Okay, das reicht. Okay, Wasser. Und gute Nacht. If I don't rest soon, I'm gonna faint.
Gut. Dann darfst du direkt den Rest ausschlafen. Alles klar. Es ist relativ frisch. Aber so ist es halt. Wetter scheint in Ordnung zu sein. Okay. Okay, die Dose bleibt natürlich sofort hier. Das ist ja klar. Und ich würde sagen, wir lassen... Ja, komm. 4 Leder hier. Ja, warte mal. Beziehungsweise eine nimmst du mit. Oh, jetzt wieder zu schwer. Wir werden wahrscheinlich am Seilaufstieg eh nochmal ordentlich mampfen und trinken. Dann kriegt man das eine Tanne zumindest mit hoch. Tja, Hirsch, wir müssen da schon wieder durch. Schönes Wetterchen. Ich sag mal, das waren alles Hirsche. Weil der Wolf wird ja sicherlich noch hier herumstromern. Wenn er die Kaninchen alle geplättet hat, braucht er dringend wieder eine neue Futterquelle. Also langsam kriege ich tatsächlich auch Hunger. Mit früh nur 2 Scheiben Brot gegessen. Und dann habe ich mit meiner Frau noch einen Spaziergang gemacht. Und jetzt nehme ich schon wieder seit knapp 5 Stunden auf. Da kommt der Hunger. Ja, wer erinnert sich nicht noch an den Tod hier? Ist schon extrem lang her. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Staffel das war. Custom-Schleicher oder irgend sowas. Ja, wenn man jetzt diese Lichtung immer weiter und weiter und weiter geht, dann kommt man auf diese Eriks, zu diesen Eriks-Wasserfällen, da gibt es auch noch Container. Aber ich habe irgendwie das dämliche Gefühl, dass diese Container nicht so wirklich 100% erfolgreich, erfolgversprechend sind. Und dass wir wahrscheinlich auf 12 Ahornsirup sitzen bleiben. Na ja, gut. Jetzt heißt es erstmal weiter stiefeln. Schnee. Mhm. Ist aber inzwischen schon relativ weit oben. Also viel fehlt nicht mehr. Mal kommen, also wenn man die Route kennt, dann kommt man tatsächlich relativ schnell durch. Darf natürlich auch nicht viel dazwischen kommen. So Junge, das ist der nächste Aufstieg. Davor speisen wir mal. Da müssen wir die Tanne eigentlich mitnehmen können. Das ist dann der vorletzte Aufstieg zum Gipfel. Ja. Hast du nicht komplett reinbekommen, echt? Nur ernsthaft, 50 Gramm? Nee, da mache ich. Nee, vergiss es. Ja, wir werden oben keine Birken finden. Und es reicht immer noch nicht. Ah, doch, es reicht. Angeblich reicht's. Jetzt bin ich mal gespannt. Naja, es reicht tatsächlich. So, dann geht es direkt in die Höhle.
gucken, was wie das Wetter auf der anderen Seite ist. Sieht ja schon wieder verdächtig aus. Der letzte Blizzard ist schon wieder ein Weilchen her. Höhle. Kohlen, ja, das könnte man eventuell gebrauchen. Denn wir müssen gucken, dass wir halt fit werden, damit wir halt raufkommen. Theoretisch könnten wir dann einfach am Ende der Höhle nochmal 4-5 Stunden Schlaf was mal schaffen. Muss man mal schauen. So, Junge, das hat er sich auch gesagt hier. Und sieh, was aus ihm geworden ist. Ja, hat er nämlich sein Gewehr abgelegt. Achso. Dann gehen wir da vielleicht lieber nicht lang. Jetzt musst du dich krumm machen. Und zu deinem Glück wartet dort kein Wasserfall. Noch mehr Holz. Da sagt er lieber nichts dazu. So. Müssen aber gleich am Ausgang sein. Meiner Meinung nach. Ja, tatsächlich. Im Dunkeln herumstochern, das ist bestimmt ein Traum. Gott, apropos Traum. Träum was Schönes, Junge. Gut. Da ist es mitten am Tag. Da hebt er irgendwann den Schlafsack auf. Nee, Junge. Wir wollen ja noch hier vielleicht Kaffee trinken. Gut. Ja, theoretisch, wenn man jetzt also jetzt nicht hier das als Ziel machen würde, könnte man da vorne, im Abstieg, die ganzen Schusswaffen lassen. Und hier brauchst du die nicht auf der Ebene. Wir nehmen sie mit drauf. Du kannst zumindest, was ich halt früher gemacht habe, war am Abstiegspunkt da halt zu pennen. Da kann man das Holz deponieren. Weil du musst nichts mit aufnehmen. Auf dem Gipfel findest du genügend Holz. In jedem Modus. Völlig egal. Aber da müssen wir uns nochmal gehörig ins Zeug legen, Junge. Ja, das Seil, das brauchen wir nicht. Nicht hier. Ja, bei 5% kannst du wieder von deinen geliebten Schlaftabletten welche nehmen. Ja, man hört stellenweise den Bär von unten, der da herumkrauchelt. So, Junge, jetzt machen wir es mal richtig leicht. Also alles Geraffel raus, was wir garantiert oben nicht jetzt erstmal mit raufschleppen müssen. Das ist nämlich Kohle, nennt sich das, und Holz und das ganze Geraffel. Ja, siehste, easy. Guck mal, wie leicht wir sind. Oh ja, Erschöpfung.
Er zieht es durch, yes, in einem Rutsch rauf. Gut. Das war super, Junge. Gipfel. Der letzte Ort, den wir besuchen. Erstmal der Höhle vorbei. Ja, also wie schon gesagt, Holz ist hier kein Problem. Klar, hier draußen musst du halt ein bisschen klopfen. Deswegen sollte man einen Ball mitbringen. Aber ansonsten alles easy. Und noch ein Seil, naja. Glaube ich das dritte oder so, was wir jetzt hier gefunden haben. Ah ja, das Polaroid. Ah, guck mal, hier ist das. Ah, guck mal. Let's hope I never have to use this on anything. Ah, wunderschön. Ja, okay, warte mal, die Ketchup-Chips. Die sollte man noch essen. Wegen des Zählers. Ja. 25 Stunden könnte man nochmal lernen. Machen wir natürlich nicht. Wir haben nicht die Zeit. Und ich denke, ich werde beim nächsten, in der nächsten Sandbox auch die Lernerei zum großen Teil sein lassen. Nur noch die Skills lernen, die wirklich Sinn machen. Das heißt, kein Kadaver zerlegen, kein Munitionsbasteln, kein Angeln, kein Bogenschießen. Flicken macht Sinn, Feuer machen macht Sinn, die Schusswaffen machen Sinn. Also sowohl Gewehr als auch Revolver. Vorrangig natürlich der Revolver. So. Ja, dank des Schneefalls muss man halt wissen, wo Leichen sind. Sonst könnte man sich durch Krähen leiten lassen. Hier. Darfst du nochmal hüpfen? Das Heckteil. Das Heckteil, Junge. Gut, alles klar. Auf geht's, Junge. Es sind relativ viele Container. Im Winterlauber sieht es hier deutlich karger aus. Ist echt lustig. Streichhölzer. Sehr schön. Da haben wir noch eine. Sehr schön. Da hätten wir sogar drei. Guck mal. Oh ja. Wir reparieren nochmal. Ja. 30 und 12 Grad. Ich glaube, unter der Kiste kannst du irgendwas finden. Ich weiß aber nicht was. Viel Futter. Sehr schön. Haufen MAIs. Wie viele? 11 Stück. Gut. Tonnenweise zu trinken. Und noch mehr zu trinken. Ja. Wieder zwei Feuerstelle mehr hier. Weiß nicht, wie wir gefunden haben, aber das geht schon straff Richtung 10. Ah ja. Achso, ich habe jetzt gar nicht unterschieden nach Säge und Nicht-Säge. Gut, aber dafür verwenden wir immer die bessere. Das heißt, es dauert umso länger, bis halt die kaputt geht. Das kann nicht passieren, dann kriegst du das Fach nicht mehr auf. Oh, schön. Ah, noch mehr Sägen, noch mehr Sägen, noch mehr Sägen. Geil. So, und jetzt überleg mal, du musst das alles runterschaffen.
Wie viele Wölfe? 3. Und zwar von einer identischen Qualität. Ja. Wie komme ich hier wieder raus? Hallo? So. Kommst du da durch? Ach, Gott sei Dank. Ja, hier gibt es die Waffe nochmal. Die Gindet hat man die auch. Das Ding hier ist voll. Ah ja. Kannst aber das ganze Flugzeug orange sprühen. Noch eine Säge. Noch tonnenweise Medizin. Could end up being useful. Uff, Leute. Halt, falsch. 192 Schuss. 56 Schuss. That'll come in handy. Weil immer noch kein Kovichan-Pullover. Immer noch nicht. So, den haben wir, glaube ich, durch. Dann sind wir meiner Meinung nach fertig. Nee, sind wir nicht. Okay. Kaffee und Tee. Und viel zu essen. So, jetzt gucken wir noch in ein paar Kisten rein. Weil in manchen kann nämlich tatsächlich was drin sein. Dachte ich zumindest mal. Anscheinend nicht. Habe ich mich da echt geirrt? Mhm. Anscheinend ja schon. Okay. Also so wie es aussieht, kein Ahornsirup im Flugzeug. Man weiß natürlich nicht, ob hier in jeder Sandbox hier an derselben Stelle stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß das schon. Spitzenpfirsicher, na gut. Zumindest gibt es da irgendwas zu essen. Ja, okay. Die Kiste, haben wir die durchsucht? Die Box, was auch immer. Da. Tja, drin nicht. Dann nicht. Das ist noch eine Lampe. Da haben wir noch eine Kiste. Ja, schon. Benötigt Licht, ja Junge. Temperatur beginnt zu sinken. Aber am Feuer mangelt es nicht, hallo? Zu windig, echt? Wieso? Ah, hier darf sie dann. Naja, das ist ja interessant. Gut. Ja, am Holz mangelt es nicht, komischerweise. Ah ja. Ja, also wie schon gesagt, in manchen ist was drin, aber es ist tatsächlich Fehlanzeige mit Ahornsirup, leider. Tja. Junge. Dann machen wir das hier kurz und bündig. Du wartest jetzt eine Stunde. Und damit speichern wir die Sandbox und wir verlassen sie und starten neu. Ja, wir starten neu. Wie gesagt, in Milton. Also Gebirgsstadt heißt es dann. Starten wir mit dem Jungen, weil er eine überragende Mehrheit. Halt, abbrechen. Aktivieren. Ja, ich habe mal ins Feuer. Hier Meister geschaut, das stehen wir bei 99%. Das können wir eventuell in der schaffen. Okay. Wir
Bitte was? Das ist ja schön. Wir sind hier direkt am Bogen. Okay. Das ist ja super. Es wird aber bald Tag. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, genau. Oh, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wie der Bogen. Achso, neuer Ort entdeckt. Die einzige Waffe. Ja, die Tankstelle können wir ja nicht machen, weil ein Brecheisen fehlt. Mhm. Ich weiß aber, wo eins liegen könnte. Ja, das ist natürlich ein Traumstart. Das muss man schon sagen. Wir haben, glaube ich, auch keine Laterne, genau. Und es ist ja kalt, Junge. Ja. In der Tat, es ist sehr, sehr kalt. Kalt, dunkel, windig. Kommt wieder eins zum anderen. Haben wir schon mal einen Beil, damit kann man sich gut verteidigen. Hier was? Ja, da ist das Brecheisen, genau. Das ist eigentlich fast jedes Mal da. Okay, rin. Ja. Und jetzt heißt es erstmal warten, ja, bis es nämlich hell ist. Ja, auch wenn es sehr, sehr kalt ist, alter Schwede. Ich kann es nicht ändern, wenn... Oh Gott, was dachte ich, was kommt denn da? Das ist eine Hand. Hilfe. I never felt so cold in my life. Ja, leider schon. Vielleicht sollte man erstmal nach Kleidung gucken, bevor man hier anderes sucht. Wie gut ist denn die Kleidung eigentlich? Die Jeans ist in einem miserablen Zustand. Und die Handschuhe, okay. Ja, das brauchen wir jetzt wieder. Schal, sehr schön. Fühlt sich immer noch arschkalt an. Wird so nicht besser. Guck mal. Da haben wir schon mal einen richtigen Pullover. Hemden, ja genau. Im Weste kannst du immer nur einen anziehen. Ja, da kann man schon mal reparieren. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Gut, da haben wir auch Stoff. Dann haben wir hier auch Wasser. Oh ja. 6 und 1 Grad. Sind es noch minus 2 gefühlt. Ja, die Räumlichkeiten sind hier nur 8 Grad kalt. Ah, nee, danke. Ja, wir müssen erstmal warm werden. Wie machen wir das am geschicktesten? Schlafen vielleicht, hm? Nachdem wir nach Kleidung gesucht haben. Ist das besser als das? 0,4 und... Nee, ist es nicht. Und 0,1 Grad, das hilft natürlich schon viel. 7 und 2. Okay. Schlaf dich mal aus. Okay, schon besser. Gut, Kleidung. Ah, da geht schon der erste Blizzard durch. Das ist natürlich schon praktisch. Oje, oje, die Hose. Das bringt überhaupt nichts, die zu reparieren. Eigentlich bringt die Kleidung tatsächlich relativ wenig. Das würde noch am meisten helfen. Und noch einmal. Okay. So, wie fühlt sich das an? Immer noch minus 1 Grad, okay. Gut. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir den Rest auch noch durchsuchen von dem Haus. Das
heißt, erstmal dahinter. Ein Schössling. Nee, 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 kein Pfeilbogen, bitte. Da waren wir schon dran. Haben wir da auch alles durchsucht, echt? Gut, da gibt es ja nicht so viel. Das haben wir durchsucht, das haben wir durchsucht. Ja. Gut, dann sind wir oben durch. 99%. Dann müssen wir den ja nicht reparieren, umso besser. Okay, wie fühlt sich das an? Rote 0 Grad, okay. Das ist schon mal besser als nichts, definitiv. Achso, da waren wir natürlich schon dran. Topf. Hast du eine Dose dabei, Junge? Also, oder I natürlich. Und Werkzeug. Ja, hat er dabei, gut. Das ist noch ein Topf, gut. Da geht's schon wieder los mit den Limos. Ja, ich hatte überlegt, ob ich den Will nicht einfach aus dem Flugzeug rausschmeiße. Ah ja, Ketchup-Chips. Ah, die habe ich nicht gegessen. Na ja, gut, dann nicht. Fällt mir nur gerade ein. Aber ich habe gedacht, nee, komm. Das bringt nichts da. Aus Gag jemanden sozusagen in Anführungsstrichen umzubringen. Es ist ja nur virtuell, aber trotzdem. Das ist schon irgendwie ein bisschen eine sehr schräge Geschichte. Wollschal, wie warm wird der? Ein Grad. Das Ding ist auch ein Grad, okay. Wie viel kriegst du es repariert? Voll. Ja. Okay, der Blizzard hat aufgehört. Gut, weil dann tauschen wir das gleich mal. Halt, natürlich gegen das. So, das heißt, jetzt haben wir ja ordentliche 0 Grad. Gut. Also in Anführungsstrichen ordentlich. So. Ich habe natürlich noch keine Ahnung, wo wir hier abgeschädigt eine Waffe finden. Tja. Da müssen wir mal gucken. Brecheisen haben wir immerhin schon mal, das ist schon mal wichtig. Ah ja, hervorragend. Hauch hier mehr und hier die Jacke drauf. 9 und 2 Grad. Du siehst jetzt schon relativ kanadisch aus. Ja, am Anfang brauchen wir die vielleicht noch. Lederquelle. Okay, die Bank ruft. Da ist sie. Die Bank. Die Batterie geht drauf, sehr schön. Es fühlt sich jetzt an wie 1 Grad, ja. Das werden wir jetzt, solange wir jetzt hier sind, wird es uns richtig warm werden. Quatsch. Drin ist schon Gewehrmunition. Wasser, Stoff, nichts. Ein bisschen Radio. Wenigstens ein bisschen. Ah ja, komm, wir nehmen es besser mit. Da weiß ich gar nicht, ob wir eins haben, aber hey. Zumindest haben wir jetzt mindestens eins. Ich brauche mal Altmetall nicht. Ein abgenutzter, einfacher Parker. Okay, noch nicht. Aber man könnte ihn reparieren. Was ist da noch drin? Ach so, das Altmetall. So, haben wir... wie sieht es denn aus, Medizin? Na, ja, da haben wir schon was dabei. Dann lasse ich das mal da. Beziehungsweise, warte mal. Wir nehmen es erstmal mit. Er werden wieder den Sat-Bonus triggern. Stumpflos tage ich natürlich nur, wenn ich eine Waffe habe. Und, ich sag mal... in Anführungsstrichen genügend Munition. Und dann mache ich das so wie im letzten Durchgang. Wir gehen einfach rein, um den Beutel zu holen. Ja, da haben wir schon mal das Putzel. Das ist schon mal super. Okay, 0,7 Grad, 2,3.
Unser bestes Kleidungsstück ist der Hammer. Dazu kein Spruch, bitte. Ja. Okay, in Milton hatten wir, glaube ich, 4 Ahornsirup gefunden. In der Küstenstraße 3. Ja, vor allem am Anfang, Junge. Kaffee. Und noch mehr. Ich sag mal Futter. Ja, komm, nehmen wir es mal mit. Ja, das Brecheis war am Ende 44% und wir haben das abgelegt. Haben es jetzt zwischendurch mal getauscht. Wir haben es abgelegt bei 62. Das heißt, wir hatten da 48%. oh ja. Hervorragend. Die kommt auf den Grat und die kommt auf den Grat. Okay, die ist außen besser. Warte mal, außen wäre eigentlich die Tug besser. Auf jeden Fall, je nachdem, welchen Zustand die ist. Ja, definitiv. Und hier drunter ist es egal. 0,1 und 0,25. Nein, dann ist das nicht egal. So. Jetzt sieht es aus, als hätte er die Zeitung geklaut. 30. 31. 10. 13. Die 18, okay. Nee, die 16, nicht? Wow. Der Hammer, Junge. Geil. Jetzt geht das wieder los. Die ganzen Zeitungen kriegt man jetzt hier um die Ohren geworfen. Beziehungsweise auch was zu trinken. Wir machen mal, kann das ja mal versuchen, die Challenge, dass wir das Feuer, die Feuer nur mit Geldscheinen anzünden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, ob das reicht, ob wir damit rumkommen. Naja, zumindest können wir damit werfen. Das braucht man nicht. Wir haben schon ordentliche Holzstreichhölzer. Gut. Dann wäre das die Bank gewesen. So, ich will gerade mal schauen, wie viel Geldscheinbündel wir haben. 7. Okay, mal gucken wir mal. Ja, ich habe mir fiel auch ein. Ich habe vergessen, die Statistik am Ende zu schauen. Naja. Ich überlege mal, wie ich das mache. Vielleicht hole ich das noch nach oder so. Inzwischen fühlt sich schon wie 3 Grad an. Gott. In dem Milton Haus scheint nicht viel zu sein. Ich bin mal gespannt, welche Waffe wir zuerst finden. Nein, Waffe. Yes. So, Handschuhe sind wir schon fertig. Sehr schön. Gut. Mit Streichholz und Öl können wir ja so eine Art Feuer machen. Gott, dann wieder raus. So, das Häuschen. Ja, ich kann euch leider nicht leuchten. Uns fehlt das geeignete Equipment dazu. Achso, der ist schon offen. Ach, das ist das Teddyhaus. Okay, direkt bei dem Haus der grauen Mutter. Nee, danke. Es ist wirklich genug. Er hat es ja auch schon gesagt. Weiß nicht, ob sich das besser anfühlt, aber naja, es fühlt sich zumindest an wie. Das ist ein T-Shirt, echt? Halt. Hat's dunkle Shirts und wenn du es aufnimmst, hat's helle. Ärmel, nicht Shirts. Ja, ich rede manchmal relativ viel Stuss. Das hängt einfach damit zusammen, weil ich fast jede freie Minute, die ich habe, aufnehme. Siehst du da auch einen Sirup drin? Ah, Dösenöffner. Haben wir da einen? Haben wir nicht. Gott. I could use this. Haben wir davon schon was?
A bis Z haben wir nicht. Wir haben schon richtig viel gammeliges Essen. Das Wasser, okay, ich gerade gedacht, was ist das? Eine versunkene Dose? Der letzte Ausweg. Ja, Bleak Inlet hat uns gar nichts gebracht. Gar nichts. Also da ist für mich halt schon die Frage, ob wir da nochmal hingehen. Wir kamen ja auch nicht rein, weil einfach überhaupt, also von oben könnte man mal rein. Zumindest mal bis zum, wie heißt das, bis zu diesem Turm. Die obere Ebene. Die untere hat uns gar nichts gebracht. Ketchup, Chips. So, jetzt geht's ja wieder besser. Da fühlt man sich schon ein bisschen wie ein Mensch, zumindest. Okay, das war das Haus. Ja, das wird draußen sehr schnell sehr kalt. So lange halten wir uns nicht auf drin. Sind auf der Reise. Beziehungsweise, ja, komm, nimm sie mit. Naja, jo. Ich hätte nie gedacht, dass ich die jetzt alle mal mitnehme. Ich glaube, im ersten Durchgang haben wir relativ schnell ein Gewehr gefunden. Das ist zu viel. Da geht's schon wieder los, ja, ja. Da drüben raus? Kommt er. Okay, die Post ist angesagt. Was drin? Also viele Zeitungen hier. Haben wir schon Schlaf? Aber eigentlich, glaube ich, wir müssten einen Schlafsack haben, oder? Ja. Damit startet man den meisten Modi tatsächlich. Ich glaube, im Interlober nicht. Wenn ich mich nicht zu sehr täusche. Okay. Das Auto und dann schlagen wir uns mal die Straße runter. Haben wir eigentlich von diesen Tabletten dabei? Aha, mach gut. Nur dass ich weiß, dass man davon auch essen könnte. Okay. So cold. Ja, so kalt. Just want to lay down for a bit. Ja. Ich guck gerade mal, was ich an Holz überhaupt mit herumschleppe. Kann nämlich eigentlich direkt wieder raus. Wir haben jetzt so viel Wasser, dass wir das eigentlich schaffen sollten. Und Streichhölzer, ich lasse es mal bei 12. Da kommen wir eigentlich schon wieder eine Ecke weit. Wir haben nur zwei. Weißt du was? Wir könnten eigentlich mal was zerrupfen. Was relativ schwer ist, ja. Die Kampfstiefel zum Beispiel. Ja, da könnte man eigentlich fast da bleiben. Ja, wahrscheinlich machen wir das sogar. Dann bleiben wir halt da erstmal heute hier. Okay. Die müsste man aufgemöbelt bekommen. So. Weil es Leder ist, klappt das nicht. Leder hat leider eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, auch wenn das hier nicht dasteht. Na, naja, reparieren. Ja, genau. So, ich sag das ja. Also das ist leider so. Ja, das müssten wir auch noch reparieren. So, jetzt ist die Frage. 2,3 und 1,5 oder 2,5 und 3,4%. Guck mal den Schutz an.
Ja, tschüss, rennen. 22% Schutz. Das wäre wahrscheinlich am Anfang tatsächlich sinnvoller, fürchte ich fast. Wenn wir später irgendwann austauschen, aber momentan. Das ist zu heftig. Ja, also passt das immer noch nicht. Okay, dann zerrupfen wir weiter. Auch wenn es jetzt erstmal keine Gewichtsersparnis bringt. Okay, das war's leider schon. Wir basteln uns aber nochmal Verbände. Gut, da hätten wir da 6 Verbände. Ansonsten können wir jetzt erstmal noch nichts machen. Sollen wir schon schlafen gehen, Junge? Nee, wir warten noch eine Stunde. Genau. Okay. Ah ja. Ja. Guten Appetit. Ja. Oh, Gott sei Dank. Gute Nacht. Ja, wir werden wahrscheinlich die 10 Stunden schlafen. Genau. Gar kein Problem. Warte mal. Essen, Zustand. Ja, komm. So, dann hätte ich doch mal, dass du gerne diese Handschuhe reparierst. Ui, jetzt hat er hinbekommen. Das ist echt der Hammer. 13 und 7 Grad, alter Schwede. So, dann die Jacke. Gut. 14 und 7 Grad. Ach du Schande, die McKinnon-Jacke muss auch noch. und 8 Grad. Besser. Ist das denn der nächste Blizzard oder was? Okay, dann brauchen wir die Weste nicht mehr. Und die Handschuhe sind auch weg. Okay, dann repariere erstmal die Jeans. Und noch einmal. Weil die würde beim Wolfskampf ziemlich in Anführungsstrichen auf die Mütze bekommen. Ja, die Socken brauchst du nicht zu reparieren. Den Unterschied spürt er sowieso nicht. Okay, ich ziehe jetzt. Sollen wir noch schon mal losziehen? Es ist ja gerade wieder windstill. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Wir ziehen weiter durch Milton bis rauf zur Tankstelle. Ich hoffe, dass wir in diesem Bereich irgendwas Richtung Ahornsirup finden und irgendwas Richtung Waffe. Dann können wir nämlich zum Flugzeug stürzen und mit einer Waffe könnte man auch den Gang genügend Munition vorausgesetzt ins Stumpflusstal anstreben. Ja, das werden wir dann sehen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.